Machen die Kollegen, testen die Türe auf Wärme. Wir haben keine riesige Türe, sie müssen die kleine Türe nehmen. Wir versuchen es aber Ihnen auch so regelgerecht und realistisch darzustellen, wie es normalerweise sein sollte. Bei einem Wohnungsbrand mit einer so starken Rauchentwicklung müssen wir immer als Feuer davon ausgehen, dass es auch für uns gefährlich wird, dass es zu einer sogenannten Rauchgasdurchzündung, im Englischen heißt es Black Over, kommt. Da bemühen sich die Kollegen, immer auch regelgerecht vorzugehen, diese Türe zu öffnen, eine Rauchgaskühlung durchzuführen, das, wie Sie es jetzt auch hier sehen. Selbst bei dieser kleinen Tür schaffen die Kollegen das, dass sie es vernünftig machen. Anleitungsweise haben wir es gezeigt, wir wollen nicht das ganze Holzhäuschen in unser Wasser setzen. Und die Kollegen gehen jetzt ins Innere des Gebäudes, wenn man es so sagen darf, vor. Sie sehen relativ schnell und zeitgerecht sind wir da, unterstützt durch die Kollegen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, leisten für Sie hier im Bonner Stadtgebiet Hilfe und das in einem Großteil innerhalb von 8 Minuten, die wir im ganzen Stadtgebiet bei Ihnen sind. So, Sie sehen, selbst bei diesem kleinen Haus sind die Kollegen komplett verschwunden. Wir sind dann hier an unserem Wandel durch die Zeit angekommen. Das heißt, bei der abschließenden modernen Löschübung, die wir vorgeführt haben. Ich hoffe, es war für Sie einigermaßen interessant. Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Bleiben Sie unsere Gäste hier auf dem Platz, schauen Sie sich unsere Fahrzeugausstellung an, besuchen Sie unsere Stände. Einen großen Dank an die Beteiligten und wie gesagt, einen schönen Tag noch. Dankeschön.